Ein Angriff auf einem Spielplatz wird nun zum Einsatz für das Team Delta 112. Feuerwehr, Rettungsdienst, guten Tag. Ja, hallo, kommen Sie ganz schnell, bitte. Okay, ganz ruhig. Wo sind Sie? Auf dem Spielplatz, Weidener Straße. Wie ist Ihr Name? Jansen. Und was ist genau passiert? Da läuft eine Verrückte mit Pfefferspray rum und besprüht alle. Bleiben Sie ganz ruhig, die Rettungsdienste sind auf dem Weg. Das Notarztteam um Alexander Hedkamp befindet sich in unmittelbarer Nähe. Das Drama hat sich auf einem Spielplatz in einem ansonsten sehr ruhigen Wohngebiet abgespielt. Eine Frau ist mit Pfefferspray auf die dort spielenden Kinder losgegangen. Instinktiv verhalten sich die Opfer richtig. Die spülen sich da schon die Augen aus. Alexander Hedkamp verschafft sich schnell einen Überblick. Was ist denn genau passiert? Hier war so eine Psychopathin gewesen. Ja. Hallo. Sie hat mit CS-Gas gesprüht. Ja, noch die Augen zu. Ja. Was haben Sie abbekommen an den Arm? Es juckt und brennt halt nur. Sie kühlen das weiterhin. Aber hinten. Aber es sieht aus, als ob es nicht so schlimm ist. Hinten die Augen. Sie kann nichts mehr sehen. Hier auch alles klar. Also die zwei Mütter mit ihren Kindern, die etwas weiter von dem Ursprung des CS-Gases standen, die hatten weniger Verletzungen. Klar, die hatten ein paar Rötung von dem Pfefferspray und ein bisschen gereizte Augen, aber das haben die ja schon zum Glück ausgespült gehabt mit herkömmlichem Wasser. In diesem Fall haben die Eltern dann richtig gehandelt. Was mit Ihnen? Hier wird auch ausgespült, die sind dabei. Also ist es nicht so akut. Bei Ihnen? Geht's schon gut? Hallo? Tut der Arm weh? Was hast du gemacht? Ich kann die Augen nicht. Hast du was abbekommen von dem Zeug? Okay. Können Sie mir sagen, was passiert ist? Ich habe irgendwas ins Gesicht gekriegt. Ich weiß es nicht. Sie haben auch noch überall Rötung. Bleiben Sie mal stehen. Nehmen Sie einmal die Hände weg, sonst reiben Sie nachher noch mehr rein. Die schwerwiegender verletzte Frau, die wir zum Schluss aufgefunden haben, die hatte sehr stark gerötete Augen, hat dann womöglich auch einen sehr großen Schwall von dem Pfefferspray abbekommen, hatte auch ein paar Rötungen an den Oberarmen, wahrscheinlich, weil sie den Schwall abwehren wollte. Ich bin die Pflegemutter von dem Jungen hier oben auf dem Turm. Ich vermute, geht's schon gut? Dem geht's gut, okay. Ich vermute, es war die richtige Mutter. Sie hat irgendwas ihr Kind wieder haben will. Ich weiß es nicht. Ingrid Hall und ihr Kollege Stefan Sindera wurden von der Leitstelle automatisch informiert und sind bereits auf dem Weg. Sie werden am Tatort überprüfen, ob dieser schwere Vorwurf des Opfers der Wahrheit entspricht. Also wenn unser Einsatzstichwort lautet Körperverletzung und dann Einsatzort Kinderspielplatz, ja, dann sind wir natürlich besonders hellhörig, weil dann ist davon auszugehen, dass die Opfer meistens Kinder sind und das ist natürlich das schlimmste schädigende Gut, was wir in unserer Gesellschaft haben. Könnten Sie, wir müssen Sie eigentlich in die Waagerechte legen, um die Augen richtig auszuspülen. Genau. Setz dich mal auf den Tisch da drüben. Ich komme mal hinter Ihnen hin. Ja. Wir legen uns einmal auf den Boden, ja? Okay. Schauen wir auch. Am Auge führt Pfefferspray zu einem heftigen, brennenden Schmerz sowie zu einem krampfartigen Schluss der Augenlider. Daneben kommt es zu einer Rötung und Schwellung der Bindehaut. Durch schnelle Hilfe kann der Rettungsdienst bleibende Schäden verhindern. Brauchen wir gleich einmal eine Trage? Mache die Körper. Okay. Viel mehr Möglichkeiten, außer die Rötung zu kühlen und die Augen weiterhin auszuwaschen, haben wir auch nicht. Wir verfrachten die Dame dann bis ins Krankenhaus. Da haben die dann bessere Möglichkeiten wie eine professionelle Augendusche, um auch den letzten Rest herauszubekommen. Hallo. Ich kann jetzt nicht genau sagen, was genau passiert ist. Die Dame vorhin da vorne hat erzählt, hier wäre eine Psychopathin gewesen, hätte rumgesprüht mit Pfefferspray oder mit CS-Gas. Die kleinen Kinder haben auch jeweils was abbekommen, leichtere Verletzungen. Die Dame hat sehr schwer abbekommen, wahrscheinlich direkt in die Augen und ins Gesicht, also schon eine schwerere Verletzung. Ist jetzt auch, glaube ich, nicht so gut ansprechbar, was das jetzt angeht. Vielleicht befragen Sie erstmal die anderen beiden. Glücklicherweise ist ja der RTW und der Notarzt schon verständigt worden. Die sind auch glücklicherweise noch vor uns eingetroffen. Ist ja immer ganz wichtig erstmal, dass die ärztliche Versorgung stattfindet. Das sind auch am Einsatzort unsere ersten Ansprechpartner. Einfach, dass wir eine Übersicht haben über die Lage, wer ist ärztlich versorgt, wem muss noch geholfen werden. Und die können auch meistens schon ein paar Hinweise geben, was in der ersten Befragung die Geschädigten gesagt haben. Und von daher einfach auch unsere ersten Ansprechpartner. Habt ihr noch mehr verletzt oder jetzt nur Sie? Nur was man jetzt hier sieht. Also die Kinder, die jetzt die leichten Rötungen haben. Und die eine auf der Rutsche hat, glaube ich, auch ein bisschen was in die Augen, aber es ist halt nicht so akut. Also okay. Die sind auf jeden Fall. Haben wir eine Täterbeschreibung irgendwie schon mal? Machen wir da drüben. Machen wir drüben, okay. Okay, alles klar. Wir kommen dann gleich nochmal zurück. Alles klar. In der Befragung schauen wir als
Polizeibeamte uns natürlich hier auch um. Vielleicht sehen wir die Dame ja noch. Ne? War aber jetzt nicht der Fall. Das heißt, wir nehmen die Zeugenaussagen auf, lassen uns eine Beschreibung der Person geben und sofort leite ich dann eine Nahbereichsfahndung ein, dass wir der Person noch irgendwie habhaft werden können. Was haben wir? Wir haben einen Druck von 130 zu 80. Ja, Sauerstoffsättigung. Ist bei 97 und Puls bei 100. Ja, okay, super. So. Wir möchten Sie jetzt gerne einmal aufrichten. Genau. Und wir haben hier eine Trage mitgebracht. Sie können sie jetzt zwar nicht sehen, aber damit transportieren wir sie dann erstmal zum Rettungswagen, ja? Bei der verletzten Frau handelt es sich um die Pflegemutter des ebenfalls geschädigten Jungen. Er lebt seit 2 Monaten bei ihr, nachdem er seiner alkoholkranken Mutter entzogen wurde. Ist mit dem kleinen Jungen da vorne auch alles in Ordnung? Alles klar. Die verletzte Pflegemutter steht nach dem Angriff immer noch unter Schock. Im RTW ist es einmal auch komfortabler für Sie und für uns, das alles richtig auszuspülen und zu kühlen. Also alle Personen, die wir auf dem Spielplatz angetroffen haben, sind mutmaßliche Zeugen, die irgendwas gesehen haben. Das ist ganz normal unser Job, wir befragen die. Und da stellte sich heraus, dass hier ein Kind von der Schaukel wohl weggerissen werden sollte. Von einer Dame mit roten Haaren, so wurde sie uns beschrieben, die mit einem Pfefferspray agierte und ja, wild um sich sprühte, einfach um dieses Kind an sich zu nehmen. Also mitten in unserer Befragung haben wir dann von hinten laute Geräusche wahrgenommen. Da haben nämlich die beiden wirklich noch mal probiert, das Kind an sich zu bringen. Die einfache Ansprache, Gefährderansprache, die reicht dann meistens nicht aus, war in diesem Fall auch so, sodass wir hier wirklich mit Gewalt beide festsetzen mussten und die haben dann auch beide die 8 bekommen. Meine Freunde möchten nur ihr Kind wieder haben. Ich verstehe die ganze Situation gar nicht, was hier abgeht. Was heißt, die will ihr Kind wieder haben? Ja, sie ist ihr Kind, ist doch normal, sie ist die Mutter. Warum ist sie denn dann mit der anderen Dame hier? So wie ich das jetzt verstanden habe nach der ersten Aussage. Das weiß ich nicht, ich weiß davon nichts. Ist das die Pflegemutter? Also die Problematik, die hier in diesem ganzen Sachverhalt ein bisschen für uns besteht, ist, wir kennen ja den ganzen Background nicht, wir kennen die Hintergrundgeschichte nicht. Warum ist das Kind bei den Pflegeeltern? Wegen Alkohol, wegen Schlägen. Also das Jugendamt macht sowas nicht aus Jux und Dollerei, sondern da wird ein ernsthafter Hintergrund stehen, dass sie ihr das Kind weggenommen haben. So, Sie kommen jetzt erstmal mit. Sie riechen auch nach Alkohol. Ich habe keinen Alkohol getrunken, Mann. Sie riechen nach Alkohol. Ich trinke keinen Alkohol. Durch ihr schnelles Eingreifen können die Beamten die Entführung des Jungen glücklicherweise verhindern. Wir setzen ihn rein. Hast du ihn schon gesucht? Mach ich jetzt noch. So. Haben Sie spitze Gegenstände oder Waffen irgendwo? Von dem Drama um ihren Pflegesohn ahnt die Verletzte nichts. Sie kann nach dem Angriff mit Pfefferspray immer noch nicht die Augen öffnen. Was machen Sie so einen Mist überhaupt mit? Das ist doch selbstverständlich, das ist meine Freundin, wenn ihr Kind wieder haben will. Wenn ihre Freundin sagt, springen Sie von der Brücke, dann springen Sie von der Brücke. Das hat doch gar nichts damit zu tun. Mhm. Wenn Sie ihrer Frau nicht helfen. Nicht bei sowas. So, komm, gehen Sie da rein. Vorsicht, Kopf. Da verhalten Sie sich jetzt ruhig. Sind Sie mit einem Alkoholtest einverstanden? Nein, bin ich nicht. Ich habe keinen Alkohol getrunken. Was soll das? Dann würden wir Sie jetzt mit auf die Wache nehmen, da wird ein Arzt hinkommen. Ja, können Sie machen. Ich habe keinen Alkohol getrunken. Gut. Das hat sie gerade verloren. Wir müssen das falsche Einsatzmittel haben, ne? Mein ja, funk ich jetzt an. Nur ohne Gründe weggenommen. Mit der Nahbereichsfahndung hat sich ja dann jetzt auch verschlagen. Hat sich erledigt, ja. Ich tasse hier auch mal eben ganz kurz ab. Welches Krankenhaus wollen wir als erstes jetzt anfahren? Amsterdamer, okay. Leben. Beziehungsweise Sie fahren mal in die Uni. Okay, in die Uniklinik. Dann bringen wir Ihnen. Dann wissen Sie Bescheid, zwecks Befragung oder so, dass wir in die Uniklinik fahren. Nach der Pfefferspray-Attacke können wir sagen, dass die Frau positive Aussichten hat. Sie wird keinesfalls erblinden, wird auch wieder in den nächsten Tagen auf den Dampfer kommen. Nachdem alles ausgespült ist, erholen sich meistens solche Patienten relativ schnell. War bei Ihnen eine Handtasche? Gut, dann können wir auch losfahren. Den müssen wir mal wenden. Der kleine Mann, den nehmen wir im RTW mit. Genau, der kann zu seiner Mutter. Ich will aber zu meinem Sohn. Hör mal. Was? Ganz ruhig. Ganz ruhig. Wir fahren jetzt gleich zur Wache. Ich sag dir das jetzt mal. Aber zu meinem Sohn, jetzt ist es meiner und diese Frau da drin. Pass auf, wenn das wirklich dein Sohn ist und der ist gerichtlich jetzt einer anderen Dame zugesprochen, sprich Pflegeeltern, dann hast du jetzt kein Recht. Ich weiß jetzt nicht, was für gesetzliche Regelungen ihr da macht oder habt. Ja?
dass du dann Besuchsrecht hast, weiß ich nicht. In der Regel ist es nicht so. Jetzt aber hier deinen Sohn zu entführen oder was das immer für eine Aktion sein sollte, das geht gar nicht. Dem sonst so besonnenen Stefan Sindera platzt angesichts dieser Aktion fast der Kragen. Denn die leibliche Mutter hat mit dem Angriff auch das Leben ihres Sohnes gefährdet. So, jetzt ist Schluss, ja? Feiern wir! Kannst du kurz erklären, was sich hier zugetragen hat? Also nach meinem jetzigen Kenntnis- und Ermittlungsstand hat sich hier eine kleine Familientragödie abgespielt. Nämlich die leibliche Mutter hat versucht, von der Pflegemutter ihr Kind zu entführen, sage ich mal. Das heißt, dem Gesetz nach Kindesentziehung, da sind wir jetzt gerade dran. Die hätte noch ihren Freund, muss ich auch noch überprüfen, in welchem Verhältnis die zusammenstehen, Lebensgefährte wahrscheinlich, der jetzt daran beteiligt war, wollten auf jeden Fall das Kind ja, in ihre eigene Obhut bringen. Ich kenne jetzt den Hintergrund nicht, ja, wie das gesetzlich alles gelaufen ist, wie lange das Kind schon bei den Pflegeeltern lebt, warum überhaupt das Kind, warum überhaupt, Sie, bleiben Sie doch einfach mal ruhig. Ja, Sie haben jetzt hier gar nichts, Sie haben jetzt hier gar nichts mehr zu melden. So, warum das Kind überhaupt dieser Frau entzogen wurde, das hat ja in Deutschland auch einen gewissen Hintergrund. Ja? Ganz wichtig ist immer, der Schutz des Kindes steht im Vordergrund. Und der Wunsch des Jungen ist eindeutig. Er flüchtet vor seiner leiblichen Mutter und will seiner Pflegemutter im Rettungswagen beistehen. Ja, das kommt also nicht allzu Ruhe jetzt. Das kommt also nicht allzu häufig vor, aber solche Einsätze gibt es immer mal wieder, weil die Mutter einfach meint, das Kind sei zu Unrecht weggenommen worden und kann die ganzen Maßnahmen vom Jugendamt nicht verstehen. Aber ich schätze mal, hier dürfte wohl Alkohol ein Grund mit sein. Sie riecht auch sehr stark nach Alkohol, verweigert auch hier die Atemalkoholtest. Wir werden daher die Blutprobe auf der Wache veranlassen und dann wissen wir mehr. Und wir werden uns natürlich auch heute noch mit dem Jugendamt in Verbindung setzen, um zu erfahren, welche Gründe da vorliegen. Unter einer Decke. Schluss jetzt!